So, heute haben wir, warte, ganz kurz, heute haben wir das Problem, dass wir keine Tagesaufgabe haben. Denn, wie ihr seht, ich habe jetzt alles fertig. Wir haben jetzt halt wirklich nur noch das Event. Und als Aufgabe machen wir natürlich, sammle die Aufnahme des Besuchers in Starry Suburbs und Gotham City ein. Dazu gehen wir einfach in Gruppenkeile. Ich versuche es in einer Runde zu machen. Wenn es nicht funktioniert, machen wir erst eine Runde Gruppenkeile. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber in Solo-Modus. So, wie ihr seht, unten ist schon wieder eine neue Zahl hinzugekommen, weil wir die 470 Abonnenten erreicht haben. Erstmal Dankeschön an der Stelle an alle Neuen, die endlich dann mal auf den Abonnier-Button gedrückt haben. Ich hoffe, du, wenn du mich schon öfters gesehen hast, gib mir einfach bitte den Support. Einfach mal auf den Abo-Button drücken. Es kostet dich nichts. Du kriegst alle Aufgaben von mir. Täglichen Shop. Also, ihr wisst doch, Support ist kein Mord. Und die alten Hasen unter euch wissen ja auch, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt dein Abo raus. Und wenn du wissen willst, wie das unten mit dem Code funktioniert, Kurzfassung ist, alle 10 Abonnenten, eine Zahl kommt hinzu. Aber wenn du mehr wissen willst, guck einfach mal in der Videobeschreibung nach. Da habe ich ein extra Video gemacht. Ein extra Video gemacht, wo ich dann genau erkläre, wie ihr den Code knacken könnt. So, jetzt geht's zur Aufgabe. Wir müssen darüber. Könnten wir eigentlich direkt schaffen. Und von da aus müssen wir dann hierhin. So. Hier ist das im ersten Stock. Ich werde es natürlich beide zeigen, genau wo es ist. Macht euch mal da keinen Gedanken. Was ist denn hier? Geht's nicht los oder was? Ah, ich wollte schon sagen. Also probieren wir erstmal darüber zu kommen, weil bis die einmal rüber geflogen sind, müsste eigentlich funktionieren. Es ist halt nur die Frage, wo die Endzone ist. So, wir springen natürlich direkt raus. Zack. Einen Vorteil haben wir sowieso schon mal, wir haben zwei Leute mehr. Aber das hat nichts damit zu tun, darüber zu kommen. Die Zone wäre halt am besten so Gotham City oder so. Ja, so ist auch die Zone perfekt. Und wenn ihr euch fragt, wo ich die Sachen immer finde, ganz einfach, ich google einfach danach. Also es ist kein Hexenwerk. Ich bewundere halt immer den, der es wirklich als allererstes findet. So. Die Kassette müsste eigentlich hier drunter sein. Ja, nee. Doch eins tiefer. Da ist sie. Wie gesagt, Blick auf das Dach Ich drüben. habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht bedacht, dass es für den Absprung notwendig war, dass in der Schleife selbst das Gerät gestartet wird. Deswegen konnte ich sie nicht verlassen. So, jetzt nochmal Kurzfassung. Ihr seht hier. Da, ihr seht, er holt es auch. Wie gesagt, ihr guckt auch hier drüben aufs Dach, nicht ganz oben, sondern mitten im Haushalt. So, ich glaube, aber irgendeiner turnt hier eben Haus noch rum. Weil wenn ich mich nicht verhört habe, war hier definitiv. Definitiv noch einer. So, jetzt müssen wir eigentlich von hier aus direkt nach Gotham City rüber. Aber das ist überhaupt kein Problem, würde ich sagen. Weil wir werden ja definitiv eh dahin müssen. Dann hol ich uns gerade schon mal ein paar Kisten für gleich. Oh, das schmeckt. So, machen wir jetzt die schnelle Variante. Bringen uns gerade einmal schnell um. Und dann sind wir nämlich auch schon direkt da, weil ich will die Aufgabe für euch auch nicht zu lange machen, um Gottes Willen. So. Einmal der schnelle Selbstmord. Tschum.
Wie gesagt, der Respawn ist ja jetzt in diesem Gebiet. Das Gute ist schon mal, dass uns anscheinend Gotham City gehört. Komm, schneller. So, hier fliegen wir direkt rüber. Und die Kurzfassung ist, die Kassette ist anscheinend direkt vorm Kino. Wo das Kino ist, werde ich euch natürlich jetzt zeigen. Ich weiß es auch nur grob, aber wie gesagt, ich zeige es euch. Also ganz entspannt bleiben. So, jetzt hoffe ich nur, dass hier keiner rumdackelt. Ach Gott, dann ist die leckt bei mir dann immer noch. Warte mal, ist das hier? Ne, das ist ein zweiter. Müsste dann hier auch nicht. Ah, da seht ihr schon. Hier ist das Kino. Und genau vorm Kino, da ist die Kassette. Aktiviere das Leuchtfeuer genau dann, wenn dieser Timer endet. Nur so dämmen wir den Abgrund ein. Wenn sie richtig liegen, wird es das Ende sein. Da bin ich mal gespannt am Sonntag. Was da rauskommt. So, aber jetzt wisst ihr schon mal, wie die Aufgabe genau funktioniert, wo die letzten zwei Kassetten sind. Also wie gesagt, die anderen sind da hinten, hier in diesem Haus, da. Und da halt in der mittleren Etage, wenn ihr da das Bett habt. Und das andere, wie gesagt, nochmal zurück. Genau hier. Da müsst ihr hin. Weil hier das Kino ist und genau auf der Straße findet ihr das Ganze. Und wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, wie gesagt, gern ein Abo da lassen. Lasst doch ein Like da. Pusht halt mich ein bisschen. Ich unterstütze euch immer mit den Aufgaben. Dann könnt ihr natürlich die 10 Euro noch gewinnen. Glückwunsch erstmal da nochmal an die letzten drei Gewinner, die es letzte Mal gewonnen haben. Was den Code betrifft, wird sich aber eventuell sogar noch was ändern. Aber das werde ich in einem extra Video machen. Aber das dauert noch ein bisschen. Da geht es eigentlich nur, die Kurzfassung ist einfach nur, mache ich in 10 Euro, mache ich in 20 Euro, mache ich 25 Euro oder soll ich vielleicht besser doch Amazon nehmen als Code, wisst ihr wie ich meine, weil PaySafe-Code haben anscheinend einige Probleme, ich weiß aber auch nicht wie es ist bei Amazon, ob man den Code da mehrmals falsch eingeben kann, ohne dass man da irgendwie Probleme kriegt mit seinem Account, aber jetzt genug geplappert, euch viel Spaß mit der Aufgabe und hiermit sage ich erstmal haut rein.